Dieser Hund starrte bei jedem Spaziergang in einen Gully. Seine Besitzerin hatte keine Ahnung warum, bis sie ihn öffnete und schockiert war, was sich darin befand. In einer kleinen, ruhigen Stadt in der Türkei lebte ein schöner und intelligenter deutscher Schäferhund namens Axel. Er war sehr brav und in der Nachbarschaft gerne gesehen. Wenn sein Frauchen mit ihm spazieren ging, hielten die Menschen oft an und streichelten ihn. Doch eines Tages änderten sich diese ereignislosen Spaziergänge aus einem merkwürdigen Grund. Eines Abends, als Irena mit ihrem Hund Gassi ging, blieb Axel plötzlich ein paar Läden vor der Metzgerei entfernt stehen. Er fing an zu bellen, wobei seine Aufmerksamkeit auf einen Gully gerichtet war. Er bellte so laut, dass die Leute in der Nähe Angst bekamen. Irena verstand das nicht. Warum verhielt sich ihr Schäferhund so seltsam? Er bellte und bellte weiter den Gully an und weigerte sich, sich zu bewegen und weiterzugehen. Nach vielen Versuchen, ihn zum Gehen zu bewegen, folgte Axel schließlich seinem Frauchen und ließ den Gully hinter sich. Irena war erleichtert und glücklich, dass ihr Hund endlich wieder der Alte war. Nach diesem Vorfall gingen sie nach Hause. Irena machte sich dennoch weiterhin Sorgen wegen des ungewöhnlichen Verhaltens ihres Hundes. Sie erzählte ihrem Mann Ronnie, was geschehen war. Da er nicht dabei war, konnte er sich nicht so recht vorstellen, wie schockierend das Verhalten gewesen sein musste. Er sagte Irena, sie solle sich keine Sorgen machen. Axel hatte wahrscheinlich ein kleines Nagetier im Gully gesehen und sich ein wenig zu sehr darüber aufgeregt. Diese Antwort war für Irena nur wenig zufriedenstellend. Aber sie war dennoch der Meinung, dass sie die Sache auf sich beruhen lassen sollte und dachte nicht weiter über die Situation nach. Am nächsten Morgen unternahmen sie erneut einen Spaziergang in der Nachbarschaft. Irena war dieses Mal besonders aufmerksam, als sie an demselben Abfluss vorbeikamen. Diesmal bellte der Hund nicht. Stattdessen saß er mitten auf der Straße neben dem Gully. Er starrte mehrere Minuten lang in den Kanal, ohne sich auch nur einen Zentimeter zu bewegen. Irena war wieder einmal verblüfft über das seltsame Verhalten ihres Hundes. Sie versuchte von dort, wo sie stand, in den Gully zu schauen, konnte aber nichts sehen. Nachdem sie Axel dazu gebracht hatte, aufzustehen, machten sie sich auf den Weg zurück nach Hause. Dieses Verhalten setzte sich 3 Tage lang fort und jedes Mal, wenn sie mit Axel spazieren ging, blieb er an dem Gully stehen und starrte hinein. Er saß da und starrte. Eines Abends ging Irena abermals die übliche Route mit ihrem Hund. Das Tier trabte fröhlich neben seinem Frauchen her, als sie zur Metzgerei gingen. Diesmal hielt Axel nur kurz am Kanal inne, aber er blieb nicht stehen. Als die beiden bei der Metzgerei ankamen, kaufte Irena Axel freudig seine Lieblingswürste. Als sie die Packung öffnete, um ihn zu füttern, tat der Hund jedoch etwas, was er noch nie getan hatte. Axel war ein gut erzogener Hund und er wusste, wie man sich zu verhalten hatte. Als er sich also die Wurstpackung schnappte und davonlief, war Irena überrascht und stieß einen entsetzten Schrei aus. Da sich ein paar Leute auf der Straße tummelten, war es schwer, ihrem schnellen Hund hinterher zu jagen. Sie begann ihn zu verfolgen und als sie ihn schließlich fand, traute sie ihren Augen nicht. Axel war wieder zu demselben Gully gegangen. Er saß am Gully und trug noch immer im Maul die Würste. Er aß sie nicht, sondern begann stattdessen, die Würste in den Gully zu werfen. Was war nur mit diesem Hund los? Irena war neugierig, was der Grund für das ungewöhnliche Verhalten ihres Hundes war und näherte sich leise der Stelle. Doch auch von diesem Standpunkt aus konnte sie nicht sehen. Nachdem ihr Hund all die Wurst in den Gully geworfen hatte, ging die Frau in die Hocke und sah sich den Gully genau an. Was sie dann sah, schockierte sie. Mit diesem Anblick hatte sie nicht gerechnet. Ohne zu zögern, zückte Irena ihr Handy und rief die Feuerwehr. Etwa 15 Minuten später trafen die Einsatzkräfte beim Geschehen ein. Die Feuerwehrleute ließen sich von Irena die Situation beschreiben und beschlossen, den Gully umgehend zu öffnen. Doch es gab ein Problem. Neben dem Gully stand kein geringerer als Axel. Er knurrte die Feuerwehrmänner bedrohlich an und warnte sie deutlich, sich zurückzuziehen. Die Helfer waren sich unsicher, was sie tun sollten. Mit Irenas Hilfe schaffen sie es schließlich, das Tier zu beruhigen und in ein paar Meter von dem Gully zu bringen, sodass die Feuerwehrleute in Ruhe arbeiten konnten. Die Feuerwehrmänner holten mehrere Extraktionswerkzeuge und entfernten schnell die Metallstangen, die den Regenabfluss abdeckten. Nachdem die Abdeckung des Abflusses entfernt war, konnten die Feuerwehrleute das Innere des Abflusses genau untersuchen. Mittlerweile hatten sich einige Menschen um die Szene versammelt. Sie alle hatten das Verhalten des Hundes beobachtet und rätselten, was der Grund hierfür war. Nach einigen Minuten stiller Spannung enthüllten die Feuerwehrleute schließlich, was Axel die ganze Zeit angestarrt und beschützt hatte. Ein Feuerwehrmann griff in den Abfluss und zog etwas heraus. Es war lebendig. Alle zuckten schockiert zusammen, als er enthüllte, was es war. Ein winziges Kätzchen, nicht älter als ein paar Wochen. Überraschenderweise war das noch nicht das Ende der Geschichte. Der Feuerwehrmann griff noch 4 weitere Male in den Abfluss.
Jedes Mal, wenn seine Hand wieder hochkam, hatte er ein kleines Kätzchen in der gleichen Größe und im gleichen Alter wie beim ersten Mal. Alle Zuschauer waren so schockiert, dass sie jedes Mal, wenn der Feuerwehrmann seine Hand hob, nach Luft schnappten. Auch Irina war verwundert. Sie hatte in den Abfluss zwei Kätzchen gesehen. Dass es vier an der Zahl waren, war auch für sie eine Überraschung. Die armen Kätzchen steckten tagelang in dem Gully fest, bis Axel sie entdeckte. Sie waren unterkühlt, abgemagert und sehr schwach. Die Babys wurden auf direktem Weg zu einem Tierarzt gebracht, der die Tiere untersuchte. Danach wurden sie über ein Tierheim vermittelt. Wie die Kätzchen an diesen Ort gelangt waren, konnte nicht geklärt werden. Womöglich wurden sie bei einem starken Regen in den Kanal gespült. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniere kostenlos den Kanal. Schau dir jetzt ein Video von einem Rentier an, das einen Obdachlosen um Hilfe bat. Der Grund wird dich erstaunen.